Gleich 17 Uhr und dann heißt es auf los geht's. Das und noch mehr gibt's in wenigen Minuten. Bis gleich. Donald Trump, er strauchelt. Tagtäglich gibt es immer wieder neue Schlagzeilen um den amerikanischen Präsidenten. Angeblich ist es nur eine Frage der Zeit, wann es zur Amtsenthebung kommt. Ja, und wie reagiert der sonst so angriffslustige und selbstbewusste mächtigste Mann der Welt darauf? Er jammert. Ja, sympathischer Typ. Total. Heute ist ein Video aufgetaucht, auf dem eine Gruppe Saudis in aller Öffentlichkeit so richtig schön dicken machen will. Ja, aber statt perfekt inszenierten Luxus gibt es einen, ja, Stunt, über den jetzt das ganze Netz lacht. Ihr Dienstfahrzeug, ein Fahrrad. Ihr Dienstgebiet, die Kölner Innenstadt. Die Rede ist von den Fahrradkorps. Ja, auch wenn sie oft belächelt werden, ja, okay, gibt es bei ihren Einsätzen oft brenzliche Situationen. Und ich mache mich noch über die lustig. Also, die müssen sich ja wirklich einiges gefallen anhören. Lassen. Also, Chapeau. An die Fahrradkurs. So, wir kommen zu Bastian Schweinsteiger. Der hat jetzt sein erstes großes Interview in Amerika gegeben. Und er scheint doch echt überrascht zu sein. Ja, welche Vorteile er in Chicago hat und warum der US-Präsident Donald Trump ihm das vielleicht kaputt machen könnte. Der schon wieder. Ja, es wird ja schon lange gemunkelt, dass ihr Frauen euch immer Männer aussucht, die so aussehen wie der Vater. Ist das so? Nee, das ist so 2012, weil anscheinend suchen wir uns jetzt Männer aus, die aussehen wie unsere eigenen Brüder. Glauben Sie nicht? Ist das besser? Ich weiß nicht. Es sollte die größte Party aller Zeiten werden. Wer wollte das noch mal veranstalten? Wie hieß der noch mal? Graf Stephen Bernadotte zu Wissburg. Ja, genau der. Mhm. Der sprach von Privatjets, von Hubschraubern, von jede Menge Stars. Also der wollte so richtig auf die Kacke hauen. Ja, und dann kam alles ganz anders. Ja, die böse 25. Diese Zahl wird Leonardo DiCaprios Modelfreundin gerne mal zum Verhängnis. Was es damit auf sich hat und was Hollywood sonst noch bewegt, hier ist der Klatsch. So, und jetzt kommen wir wieder zu Ihrem fetten Gewinnspiel. Und da sollten Sie unbedingt mitmachen. Es gibt eine Michael Kors Handtasche. Es gibt zwei von Smile Protect. Ja, obendrauf gibt es noch eine PlayStation 4 und eine Xbox One S. Einfach anrufen unter 01379 44 6000. Kennwort lautet TAF. Oder Sie schicken eine SMS mit TAF an 3x4, 3x1. Wir drücken Ihnen natürlich ganz fest die Daumen. Und den Gewinner rufen wir heute noch zurück. Also, bis gleich. So, jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem Kevin aus Bremen. Der wiederum hat aber einen Luxus-Nachtclub in London, wo nur die Rich Kids ein- und ausgehen. Hallo? Ja, warum er ausgerechnet seinen Club in London aufgemacht hat und warum da die Londoner auch gerne mal als Einhörner feiern gehen, das sehen Sie jetzt. Ja, jeder Jeck ist anders, ne? Hat mich richtig glücklich gemacht. Hat dich das Glück? Pass mal auf das Einhorn, was du gleich heute Abend. Okay, heute Abend haben Sie zum letzten Mal. Hab ich gesagt, heute Abend? Ich weiß nicht. Jetzt haben Sie zum letzten Mal die Chance ohne Einhorn, aber hier mit diesem Smile Protect. Obendrauf gibt es noch eine PlayStation 4 und eine Xbox One S. Wie immer einfach anrufen unter 01379 44 6000. Kennwort lautet TAF. Oder Sie schicken eine SMS mit TAF an 3x4, 3x1. Wir drücken Ihnen die Daumen, ja, und wir rufen den Gewinner am Ende der Sendung noch zurück. Seien Sie glücklich, mit oder ohne Horn. Tschüss. Nee, ja, da sind wir wieder zurück bei TAF. Michelle Hunziker, Michael Bulli-Herbig und Sascha suchen bei It's Showtime die Besten der Besten. Aber warum sitzen eigentlich genau die drei in der Jury? Ich würde vermuten, weil jeder von denen schon seit 20 Jahren im Showbusiness ist. Wir haben auf jeden Fall mit den dreien Backstage ein bisschen in ihrer Vergangenheit rumgewühlt. Der sich denn gestretcht? Das ist auch so eine Jugendsünde. Was hast denn du früher angehabt? Ich kann mich an eine ganz schlimme Frisur erinnern. Da hatte ich blonde Haare. Und ich hatte bei Bed and Breakfast dann auch noch blaue Kontaktlinsen. Da fand ich mich total toll. Ja? Furchtbar. Und du, hattest du eine Jugendsünde? Ich hatte immer eine Palme auf dem Kopf als Kind. Immer. So eine hier vorne und dann so. Ah, okay. Wie so ein verrutschtes Einhorn. Genau. Das hat dich happy gemacht. Deswegen macht es mich auch immer noch glücklich, die Einhörner. Ihnen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Sonne. Ciao. Tschüss. Sonne. Ja, Sonne. Tschüss.